B1.2 Punkte Bn mit x und minus 0,2 von x minus 3 auf der geraden g und Punkte Dn mit x minus 0,5x² plus 3x plus 0,5 auf der Parabel p haben dieselbe Abszisse x. Sie sind zusammen mit Punkten An und Cn Eckpunkte von Drachenvierecken An, Bn, Cn, Dn mit der Symmetrieachsen An, Cn und dem diagonalen Schnittpunkten Mn. Es gilt, die Länge der Strecke MnAn sind zwei Längeneinheiten und MnCn sind vier Längeneinheiten. Außerdem gilt, die y-Koordinate von Dn ist größer als die von Bn. Zeichnen Sie das Drachenviereck A1, B1, C1, D1 für x gleich 0 und das Drachenviereck A2, B2, C2, D2 für x gleich 6 in das Koordinatensystem zu B1.1 ein. So, hier steht wieder eine ganze Menge drin. Wir haben es mit Drachenvierecken zu tun. Vielleicht ist gar nicht so schlecht, mal in die Formelsammlung zu schauen, was da über Drachenvierecke steht. Besondere Vierecke, Drachenvierecke haben wir hier. Und da sehen wir zum Beispiel, dass die Diagonalen senkrecht aufeinander stehen. Ja, hier brauchen wir zusätzlich noch eine Symmetrieachse, ein Drachenviereck hat eins. Und hier heißt es eine Aufgabe Symmetrieachse AC. Hoppla. Also sieht dieses Drachenviereck eigentlich fast identisch aus wie das in der Formelsammlung drin. So, hier haben wir noch ein paar Größen gegeben, die wir beachten müssen. Und eigentlich können wir dann schon wieder loslegen mit Zeichnen. Wie gehen wir vor? Wieder von Anfang an anfangen. Punkte Bn auf der geraden G. Ja, also die Punkte B liegen auf der Geraden und Punkte D, machen wir so, auf der Geraden und Punkte D liegen auf der Parabel. So, für was müssen wir zeichnen? Am Anfang für x gleich 0. Ich gehe jetzt hoch in mein Koordinatensystem, schaue mir an, wo ist x gleich 0. Ja, das ist im Prinzip hier der Fall. Ich gehe so lange nach oben oder nach unten, bis ich auf meine Parabel und meine Gerade treffe und finde da dann die Punkte. Ja, auf der Geraden hat man die Punkte B, also ist hier B1. Auf der Parabel hat man die Punkte D, also ist hier D1. Wie geht es weiter? Wir haben ja Drachenvierecke. Das heißt, BD ist meine Diagonale. Ich nehme also mein Geodreieck, messe im Prinzip die erste Diagonale aus. Die liegt jetzt hier direkt auf der Y-Achse drauf. Und brauche jetzt den Mittelpunkt. Ja, im Prinzip abmessen. Ist bei mir jetzt sind 3,5, also die Hälfte davon sind 1,75. Also liegt hier ungefähr mein Mittelpunkt M1. So, wie gehe ich vom M weiter? Hier heißt es, die Länge der Strecke von M nach A sind zwei Längeneinheiten. Also Geodreieck von M aus zwei Längeneinheiten nach links. Bekomme ich hier meinen Punkt A1 raus. Ja, und von M nach C sind es vier Längeneinheiten, also genau in die andere Richtung. Bekomme ich hier meinen Punkt C1. So, muss noch das Drachenviereck verbinden. 1, 2, 3 und 4 und fertig ist das erste Drachenviereck. So, Drachenviereck Nummer 2. Die Vorgehensweise ist genau gleich, nur dass man für x gleich 6 zeichnen muss. Ich suche mal also wieder, wo ist x gleich 6, das ist hier der Fall. Ich gehe so lange nach oben oder nach unten, unten nach unten, bis ich auf die Gerade und die Parabel treffe. Auf der Geraden liegen die Punkte D, also D2, auf der Geraden liegt B2. Ich muss wieder den Mittelpunkt herausfinden, Geodreieck anlegen, abmessen, sind jetzt hier glaube ich 5 cm, also 2,5, dann liegt M2 hier drin. Es gilt wieder von M nach A sind es 2 cm, also habe ich hier mein A2 und von M nach C sind es 4 cm. Dann habe ich also hier mein C2 am Schluss noch verbinden. So, und meine beiden Drachenvierecke sind fertig.